Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hey, hey! Gefühlt nach längerer Zeit, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so lange her ist, aber gefühlt nach einer Woche hören wir uns wieder und ich hoffe, dass du dir Zeit nimmst und einmal ganz bei dir ankommst und diese Tage genießen kannst. Ich weiß nicht, ob du in den Teilen lebst in Deutschland, wo ganz viel Schnee liegt, oder in den Teilen, wo ich auch lebe, wo einfach wir einen halben Tag Schnee hatten und das war's und jetzt werden es übermorgen 8 Grad oder so. Ende Januar. Ah, ich struggle, meine Liebe, mein Lieber, ich struggle. Ich hätte so gerne richtig Schnee und ich hätte ihn so gerne auch noch im Januar und nicht im März. Und du merkst, ich bin ein bisschen im Mimimi-Modus dieser Tage. Ich bin energetisch und physisch im Moment immer ganz hart am Wackeln. Das ist mit Sicherheit noch auf die Covid-Infektion zurückzuführen und gleichzeitig aber eben auch, ja, mein Körper ist einfach, folgt irgendwie nicht oder kann, hat es ganz schwer, den Transformationen in meinem Kopf zu folgen und mein Kopf rast so weit voraus und vielleicht kennst du es, vielleicht bist du auch gerade mit uns in der Business Academy und weißt, wovon ich rede, wenn ich sage, wenn die Welle losgeht, geht die Welle los. Also ihr seid ja unfassbar, wie ihr diese Welle reitet und was ihr in die Welt haut und ich bin ganz berührt und ganz erfüllt. Ich glaube, über 130 Leute sind wir da drin, das ist einfach nur total schön. Und dieser Monat, der Januar, ist ja der Archetyp-Monat der wilden Frau. Und wenn du, wie ich auch, die Rauhnächte letztes Jahr im Dezember wirklich aktiv auch begangen bist und genauso abgefahrene Träume hattest wie ich, dann weißt du, dass diese erste Rauhnacht für den Januar ja steht und für den Archetypen der wilden Frau. Und die wilde Frau hat vor allem mit Grenzen und Abgrenzung zu tun, um ihre Freiheit zu leben. Und dieses Wort Freiheit ist von mir ein ganz großer Wert. Und da merke ich tatsächlich auch sofort, also da bin ich am empfindlichsten, wenn dieser Wert Freiheit überschritten oder beschnitten wird bei mir. Na gut, als Manifestor ist das, oder auch als Manifestor-Kind ist das ganz klar, ne? Das ist uns eines der größten Bedürfnisse, uns ausprobieren zu dürfen und in die Welt gehen zu dürfen und Erfahrungen machen zu dürfen. Und deswegen bin ich da von jeher sehr empfindlich. Wie ich es ins Beamtentum geschafft habe, kann ich dir nicht genau sagen. ich würde sagen, eine typische Beamte bin ich mit Sicherheit nicht. Bin ich übrigens auch nicht mehr lange. Mein Antrag wurde tatsächlich bewilligt und zum 1.2. werde ich entlassen aus dem Beamtenstatus, aus dem Dienst für das Land Niedersachsen, was in mir ganz krasse Angstprozesse hervorruft. Aber da können wir wann anders nochmal drüber reden. Ich möchte heute gerne mit dir über Grenzen sprechen, weil für mich diesen Monat das Thema Grenzen mit diesem Monatsprogramm Wilde Frau einfach so krass reinhaut. Also ich an jeder Ecke, an jedem Ende nehme ich wahr, wie wirklich ich meine Grenzen täglich überschreite, ich meine Grenzen vielleicht auch gar nicht wahrnehme, obwohl ich mir nun auf die Fahne schreibe, dass ich da wirklich auch aktiv und bewusst und reflektierend rangehe. wo nimmst du für dich wahr, dass du deine Grenzen selbst überschreitest? Wo nimmst du für dich wahr, dass andere Menschen deine Grenzen überschreiten? Oder erst dann, wenn du eskalierst und eigentlich aus dem Nichts explodierst, dann weißt du, dass deine Grenzen schon weit, weit vor diesem Punkt waren, ne? Und du sie einfach nicht absteckst. Und ich hatte gestern drei Klientinnen und bei allen dreien ging es um genau das Thema Grenzen. Und bei mir geht es da ja auch drum. Und deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, lass uns doch mal reden. Also wenn das jetzt gerade die Monatsqualität ist, dann mag dich das vielleicht auch betreffen. Und
Da mag ich dir einfach ein bisschen Input geben und dich ein bisschen, so wie immer, an meinen Prozessen teilhaben lassen. Und da kannst du ja für dich dann bestimmt ganz viel ableiten. So wie wir das immer machen, wir zwei Hübschen. Also, eine ganz große Grenzverletzung oder ein ganz großer Punkt, warum ich früher nicht Grenzen aufgestellt habe oder warum viele Menschen Grenzen nicht aufstellen, ist, dass wir Teil der Herde sein wollen. Wir möchten nicht verstoßen werden. Wir möchten gefallen. Wir möchten lieb gehabt werden. Wir möchten Menschen nicht enttäuschen. Wir möchten nicht, dass Menschen denken, wir wären egoistisch. Und dann führt es das dazu, dass wir lieber die Bedürfnisse anderer Menschen erfüllen als unsere eigenen. Auf welchen Ebenen kannst du das bei dir erkennen? Bei mir ist das tatsächlich dann der Fakt, wenn ich aufstehe und das Erste, was ich morgens dann mache, also wenn es ein solcher Tag ist, wo ich meine eigenen Grenzen überschreite, dann ist das Erste, was ich morgens mache, aufs Handy zu gucken. WhatsApp checken. Wer braucht mich gerade? Ist eine ganz schön toxische Sache, passiert mir doch öfter, als mir lieb ist und sorgt auch dafür, dass ich mich immer weiter in eine Situation bringe, wo Menschen eben auch immer mehr von mir wollen. Und dieser Punkt zu merken, dass ich mich da wieder reingebracht habe, ist, wenn Menschen mich fragen oder wenn Menschen das, was ich beruflich mache, ja, quasi abrufen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass es meine Arbeitszeit ist, wenn zum Beispiel Menschen mich fragen, ob wir mal telefonieren können. Also Menschen, die ich nicht kenne. Über Social Media. Oder Menschen, die ich aus einem Programm oder so kenne. Können wir mal telefonieren? Das ist dann ein mindestens halbstündiges Telefonat, das ich nicht für mich zur Verfügung habe, wo ich Menschen coache, ne? Also genauso wie wenn ja, Menschen, die hier in der Gegend wohnen, ne, und irgendwie rausbekommen, wo ich wohne oder wissen, wo ich wohne, sagen, ey, lass uns doch mal zusammen spazieren gehen mit deinen Hunden. Ja, kann ich dir genau sagen, was passiert. Weil ich ja auch schnell in diese Rolle falle, weil ich halt eben auch sehr schnell analytisch Dinge durchschaue, weiß, woran es liegt und ja, das Problem dann löse, ne? Und das ist dann aber wieder eine Stunde. Spazieren gehen für mich ist Zeit mit meinen Hunden, ist eine schöne Podcast-Folge hören, ist Musik dabei hören, ist Natur genießen, ist Bäume bestaunen. Und das mache ich alles nicht, wenn mein Fokus auf jemand anderem liegt. Und da merke ich so diesen Monat, da knalle ich dann wirklich durch, wo ich echt merke, nee, will ich nicht. Und dann habe ich aber schon so oft ja gesagt, dass ich dann echt explosiv sage, nein, will ich nicht und das auch übel nehme und da nicht, ja, nicht aus einer wirklich liebevollen, sanften Perspektive meine Grenze ziehen kann, sondern schon drüber weg bin und plötzlich meine Grenze verteidige. Und zwar mit allem, was ich habe. Da stecke ich nicht mein Schwert in den Boden und zeige die Grenze und sage bis hierhin, sondern da hole ich das Schwert raus und greife an. Und da merke ich so, wow, 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 wow. Wie weit vorher war denn meine Grenze offensichtlich schon, dass ich so explodiere? Also, dass ich so sage, nein, es reicht jetzt. Genau, da bin ich in Self-Care einfach mal wieder ein bisschen hinter meinem Anspruch an mich selbst zurück. Also, das passiert mir ganz viel. Dann passiert es mir diesen Monat auf mehreren Ebenen, also auf mehreren verschiedenen Feldern, ja, dass ich versuche, auf andere mehr Rücksicht zu nehmen als auf mich selbst. Habe ich eben auch schon angesprochen. Dann merke ich, wie meine Stimme direkt härter wird. Krass. Ich lerne Freundschaft ganz neu zu leben in den letzten 2 Jahren. Auch wirklich auf einer tiefen Ebene, auf einer, gerade ne, wenn auch Human Design ins Spiel kommt, wo du echt sagst, okay, ja, wo ist es okay, meine Grenzen zu verteidigen, obwohl sie die Grenzen von jemand anderem überschreiten? Wo ist es okay zu sagen, das trifft mich so hart, wenn du das machst? Das ist nicht in Ordnung für mich, wenn es jemand anderes Grundbedürfnis ist.
Das sind echt schwierige Punkte und vielleicht magst du mal gucken, wo das unausgesprochen bei dir in deinen Beziehungen oft auch passiert und da immer wieder eine kleine Schwächung passiert, weil das ist das, was passiert, wenn wir unsere eigenen Grenzen überschreiten oder wenn andere unsere Grenzen überschreiten, dann schwächen wir uns. Und es ist ein ganz dumpfes Gefühl, das wir oft auch gar nicht mehr wahrnehmen, gerade wenn du nicht gut darin bist und es auch nicht gewohnt bist, deine Grenzen aufzuzeigen, dann passiert das einfach ganz schnell, dass du das gar nicht mehr merkst, also dass du gar nicht mehr merkst, wo eigentlich die Grenze gewesen wäre. Und da darfst du ran, also da darfst du wirklich dich beobachten bei, wo lädt dich jemand zum Kaffee ein, wo du sagst, ja, okay, aber eigentlich ist es ein Und wo gehst du trotzdem? Weil jemand dich braucht. Wenn wir das Gefühl haben, jemand braucht uns und wir kriegen nichts von dieser Begegnung zurück, weil wir selbst eben diese Beziehung auch schätzen, dann stehen wir schon in einer Ecke von einer Begegnung, einer menschlichen Begegnung, die uns nicht nährt. Davor sind schon viele andere menschliche Begegnungen mit dieser Person passiert, die uns nicht genährt haben. Wir als soziale Wesen ziehen sehr schnell Energie aus dem Kontakt, aus der Nähe zu anderen Menschen. Genau. Wenn das nicht mehr der Fall ist, das heißt, wenn da jemand ist, der als einziger davon profitiert, wenn du in Kontakt und in die Nähe gehst, dann sind da ganz viele Grenzen im Voraus schon ganz oft überschritten worden. Also geh mal da rein und schau mal, wo wären denn meine Grenzen gewesen? Das heißt ja nicht, dass du jetzt zu deiner Schwiegermutter gehen sollst und sagen sollst, ruf mich nicht mehr an, sondern das heißt, dass du echt aktiv entscheidest, wann gehe ich ran und wann gehe ich nicht ran. Was ist gut für mich? Oder anstatt immer nur zu sagen, was braucht sie von mir, was schulde ich ihr? Und dann genervt zu sein und ranzugehen. Und diese Person merkt das ja. Egal, ob sie sich diesen Schutzpanzer angelegt hat, das nicht merken zu wollen, oder egal, ob sie schon in dem Modus ist, wo sie sagt, ich nerve sowieso mal alles, egal, aber ich brauche das jetzt. Unterbewusst ist das eine Bestrafung für dich selbst und für die andere Person. Es ist kein Geschenk, was du da machst. Du schenkst nicht aus deinem Herzen. Und alles, was du nicht aus deinem Herzen schenkst, ist kein Geschenk. So. Ja, das Thema Grenzen in Beziehungen ist ganz, ganz hochaktuell irgendwie bei mir auch gerade. Und ja, vielleicht magst du ja einfach mal untersuchen und überlegen. Also wenn du dich dabei ertappst, das ist ja das Geile daran, wenn du dich dabei ertappst, dass gerade eine Grenze überschritten wurde und wenn du dafür sensibel wirst, wirst du das ganz schnell merken, dann kannst du es nicht mehr nicht merken. Und dann wird ganz automatisch in dir ein Schutzmechanismus erwachen, der diese Grenze absteckt und der für diese Grenze einsteht. Glaub mir, das passiert. Und dann wirst du zu einem Geschenk an deine Menschen. Wenn wir selbst ein Mensch sind, der seine Grenzen klar absteckt und sagt, das möchte ich und das möchte ich nicht, also ein klarer Mensch sind, dann sind wir ein Geschenk für unsere Umwelt. Unsere Umwelt braucht es zu wissen, wer wir sind. Und das finden sie raus, indem wir unsere Grenzen abstecken. Kinder, die Eltern haben mit klaren Grenzen, Kinder, die Lehrer haben mit klaren Grenzen, Hunde, die Frauchen und Herrchen haben mit klaren Grenzen, haben ein erfülltes Sicherheitsbedürfnis. Die wissen genau, wie tief es hier geht. Darum muss es ausgetestet werden. Weil sie wissen wollen, wie sicher sie sind. Also bitte sei ein Geschenk für dein Umfeld und definiere deine Grenzen. Sei die wilde Frau, sei der wilde Mann und sag ganz klar, das sind meine Werte, das sind meine Bedürfnisse und ich möchte nicht, dass du da drüber stolperst und es dir egal ist. Ja? Das ist so eine Stärke, die du in dir entwickeln kannst, so ein Potenzial für wirklich du selbst sein, wirklich bei dir sein und ein inspirierender Mensch sein, dem die Menschen so gerne folgen, zuhören und der respektiert wird. All das folgt daraus. Denn
Wenn du das nicht machst, dann lässt du dich ja in Rollen zwängen, die dir nicht gut tun. Du lässt dich in Situationen bringen, in denen du hilfst und die Hilfe ist aber eigentlich gar nichts wert, weil es energetisch ja nicht sauber ist, wenn du aus einer Genervtheit oder aus einem Pflichtbewusstsein hilfst. Dafür bist du nicht gekommen. Also welche Fesseln hast du da noch um? Wer hat dir Fesseln angelegt? Vielleicht auch schon in deiner Kindheit. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar schon in deiner Kindheit. Denn die Grenzen oder Grenzüberschreitungen, die wir mit uns tragen, die werden eben immer wieder überschritten. Und wir zwingen damit, mit diesen Programmen, auch andere Menschen dazu, unsere Grenzen immer wieder zu überschreiten, weil wir diese Wunde immer wieder bedienen. Ja, auch da bist du ein Geschenk für deine Umgebung, wenn du deine Grenzen klar bekommst und sie klar absteckst, weil sie dann nicht mehr darüber stolpern müssen. Ja, und wenn du diese Grenzen absteckst, dann kommt eine ganz neue Qualität um die Ecke und eine ganz neue Möglichkeit für dich. Nämlich dann kannst du dich erst wirklich mit deiner Umwelt verbinden. Dann kannst du erst wirkliche Nähe zu Menschen aufbauen, weil du dir sicher sein kannst, dass deine Grenzen gekannt sind, erkannt sind und anerkannt werden. Ich schwöre, ich habe diese drei Wörter vorher nicht aufgeschrieben, die kamen gerade so, aber ich finde sie richtig gut. Also, erkannt, bekannt, jetzt weiß ich sie schon gerade nicht mehr. Ah, siehst du, wenn der Redeflow weg ist, ist er weg. Ah. Freu dich mit mir, spul zurück, diese drei Worte sind wichtig. Also dann kannst du dir sicher sein, dass du als der Mensch erkannt wirst, der du bist. Und du kannst dir sicher sein, dass Menschen diese Grenze auch respektieren. Und dann kannst du verletzlicher werden. Dann kannst du dir, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis wird auch bei dir ganz stark erfüllt dann. Und dann kannst du dich vertrauensvoll und klar in Beziehung begeben. Also was für ein Geschenk ist das bitte? Und ja, in der wilden Frau geht es natürlich auch ganz viel um Ursprüngliches, um deine Kraft in der Welt, um ja, oft auch viel. Die meisten Archetypen, dafür sind diese Monatsprogramme ja auch da, kann ich dir übrigens von Herzen empfehlen. Die Nina von Gespräche mit Gaia macht die Monatsprogramme. Und da gibt es dieses Jahr jeden Monat zu jedem Archetypen eins. Ne, 12 Archetypen, 12 Monate. Nächsten Monat ist die Kriegerin dran. Das wird nochmal ein krasser Monat. Wenn du noch mit einsteigen möchtest, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch möglich. Schau einfach mal auf Facebook Gespräche mit Gaia oder schreib mir eine E-Mail, dann leite ich dir gerne alle Infos weiter. Genau, in der wilden Frau geht es einfach auch ganz viel um das ursprüngliche Wilde in mir, um zu viel sein, ne? Zu viel der wilden Frau ist zum Beispiel ganz viel Dramatik auffahren, alles hinschmeißen, wenn Probleme hochkommen, emotional sein, Szenen machen, das ist ganz viel wilde Frau. Und wenn du dich da so ein bisschen ertappt fühlst, dann magst du vielleicht mal gucken, wie du das Lineal ausgleichst, also wie du weiter in die Mitte von der einen krassen Seite, also zu viel wilde Frau, wie du weiter in die Mitte wandern kannst, zu einer ausgeglichenen, ihre wilden Seiten lebenden und gleichzeitig weichen und empathischen Frau werden kannst. Genau. Ja, liebe Männer, es tut mir leid, dass ich das nur für die Frauen und nicht gegendert habe. Das ist gerade einfach das, was da ist in mir. Genau. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich glaube, da waren einige Impulse heute dabei für dich. Lass mich voll gerne wissen, meine E-Mail ist info@svenjastrohmeier.com. Wenn du dir Themen wünschst, auch voll gerne. Schaue ich, ob ich mir die mitnehme und aufnehme. Ja, ich bin auf Instagram übrigens auch, Svenja Strohmeier. Folgt mir total gerne. Ist allerdings ein englischsprachiger Account. Mein Podcast gibt es jetzt auch auf Englisch tatsächlich. Ich habe ihn genannt Of Living and Dying. Und auch da geht es um Themen, genau, zwischen Leben und Sterben. Genau wie hier auch, nur eben in einer anderen Sprache. Nicht die gleichen Folgen, sondern natürlich neue Folgen mit anderen
Inhalten, mit neuen Inhalten. Da kannst du mir auch super gerne folgen. Auch der Podcast ist überall zu abonnieren. Wenn du diesen noch nicht abonniert hast, klick mal schnell auf Abonnieren. Ja, und ich freue mich, wenn du mal von dir hören lässt, wenn wir uns kennenlernen in einem meiner nächsten Programme. Ich spoilere jetzt hier schon mal, meine Liebe. Im März kommt die nächste Göttinnenrunde. Ja. Das Programm Erwecke deine Göttin waren. Ich habe das letztes Jahr zweimal gemacht. Das ist ein Monatsprogramm und das ist einfach unfucking fassbar, was da für Frauen rausgekommen sind, was diese Frauen in die Welt bringen, wie diese Frauen miteinander wirken, wie da starke Weiblichkeit gelebt wird. Also, Spoiler für dich schon mal. Da kommt was im März auf dich zu. Genau. Ja, so viel zu meinen aktuellen Informationen. Ich wünsche dir den schönsten Tag aller Tage, so wie immer. Und wir hören uns ganz bald wieder. Hab's richtig, richtig gut. Bis dann.